Das ist Lisa. Sie arbeitet bei der Cosmopolitan, also eine Kollegin. Und sie ist ein Riesenfan dieser Sendung hier. Ich muss mich noch zurechtzuppeln. Guten Morgen. Wir sind noch nicht mal richtig angezogen. Guten Morgen. Im Schlafanzug. Einen schönen Montagmorgen. Studio, Boschi, Boschi, Studio. Hallo Studio. Und genau deshalb schreibt Lisa einen Artikel, den hier. 10 Dinge, die nur echte Frühstücksfernsehen-Junkies kennen. Folgende Zeilen wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Ich jammere, weil ich um 6.30 Uhr aufstehen muss, während die Moderatoren schon seit Stunden auf den Beinen sind und trotzdem topfit und gut gelaunt aussehen. Also reiß dich zusammen. Wenn ich mal einen Hund habe, soll er Lotte heißen. In meinem nächsten Leben werde ich auch Society-Expertin. Wenn Lisa nur wüsste, wie nah sie der Society-Expertin höchstpersönlich gerade ist. Denn es gibt da ein Problem. Lisa schreibt in ihrem Artikel, seit der Umstellung auf DVB-T2 bin ich zum Morgenmuffel avanciert. Bedeutet nämlich, Lisa kann derzeit gar kein Sat.1 Frühstücksfernsehen mehr sehen. Wir sind heute hier in geheimer Mission. Wir besuchen nämlich Lisa von Cosmopolitan Online. Die hat einen ganz tollen Artikel über unser Frühstücksfernsehen geschrieben. Und deswegen kriegt die nicht nur einen Besuch von mir, sondern auch Geschenke. Ich gehe da jetzt mal rein. So, wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Hallo, wir besuchen hier ganz jemanden Besonderen. Lisa, hallo, freut mich. Ich auch, hallo. Du hast so einen tollen Artikel über das Sat.1 Frühstücksfernsehen geschrieben. Da haben wir gedacht, wir müssen doch mal vorbeikommen und uns bedanken. Und wir haben natürlich gedacht, wir bringen Geschenke mit. Erstens mal, damit du morgens vorm Fernseher die richtige Tasse in der Hand hast. Toll, sehr gut. Und weil du ja geschrieben hast, dass du jetzt nicht mehr uns gucken kannst, hast du hier diesen berühmten Receiver, womit du ab jetzt wieder Sat.1 Frühstücksfernsehen gucken kannst. Toll. Und zwar auch noch für ein Jahr umsonst. Wunderbar, das ist toll. Ja. Ich bin begeistert. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Bitteschön. Guck mal drauf. Wir haben dich heute Morgen total abgefeiert. Das ist ein super schöner Artikel. Vielen, vielen Dank dafür. Haben wir uns wirklich, wirklich gefreut. Ich danke dir insgesamt für diesen sehr, sehr schönen Artikel, der mit ganz, ganz viel Herz auch das zeigt, was wir jeden Tag machen. Nämlich mit viel Freude und mit viel Spaß eine wunderbare Morgensendung. Also tatsächlich finde ich, ist das irgendwie das, was mir auch morgens so hilft, wenn ich denke, boah, diese armen Säue, die müssen jetzt schon so viel, viel früher aufstehen als ich. Und ich jammer noch rum, dass ich hier irgendwie um 6.30 Uhr, 7 Uhr bei mir der Wecker klingelt. Und das ist irgendwie so das, was mir ja doch auch selber gute Laune macht und wodurch ich dann morgens auch irgendwie so ein bisschen frischer und gut gelaunter dann in den Tag starte. Von Redaktion zu Redaktion, wir sagen vielen Dank. Genau deshalb stehen wir gerne früh für Sie auf.